Wenn der Berg ruft, ist Herbert Raffald nicht weit. Der bekannte Bergführer verrät uns seine Tipps für die bevorstehende Wandersaison. Die Wandersaison steht quasi vor der Haustür, obwohl es heute noch nicht gerade so danach ausschaut. Aber die Lockerungen erlauben es, dass wir uns jetzt einmal mit dem Thema Berg auseinandersetzen. Es wird heuer wahrscheinlich eine ähnliche Situation passieren wie im letzten Jahr, dass doch hoffentlich sehr viele Gäste zu uns kommen. Natürlich wird es da und dort ein paar Engstellen geben, Nadelöhre, wie bereits erwähnt, an den Ausgangspunkten. Aber wenn man dann einmal unterwegs ist, vor allem auch, wenn man in der Früh startet, es ist ein bisschen aus der Mode gekommen, dass man in der Früh um 5, 6, wie man es früher gemacht hat, auf die Berg geht. Wenn man das so praktiziert, dann ist man ganz sicher allein am Ausgangspunkt und auf jeden Fall allein in den Bergen auch unterwegs. Und es gibt eine schöne Faustregel. Umso leichter das Bergziel sozusagen zu erreichen ist, umso kürzer die Tour ist, ein wilder Wasserweg zum Beispiel oder eine Tour in der Nähe der Bergstation am Dachstein, umso mehr Menschen zieht diese Tour an, umso länger die Route ist, ein Klafferkessel oder abgelegene längere Touren, wie wir sie sehr viele bei uns haben, da sortiert sich schon wunderbar aus und da ist man ganz sicher über weite Strecken am Berg alleine unterwegs. Um die Zeit in der Natur richtig genießen zu können, gibt es einige Dinge vorab zu beachten. Wichtig in diesem Zusammenhang, auch für einen Einheimischen, ist die gute Vorbereitung. Aber nicht nur konditionell, dass man sich körperlich darauf vorbereitet, sondern auch die Ausrüstung soll passen. Und man soll all das mitnehmen, was eventuell passieren könnte. In den Herbstmonaten ist es Stirnlampen. Wie oft passiert es, dass es dunkel wird, bevor man zurückgekommen ist? Oder dass man eine Müsliriegel dabei hat, dass man eine Regenjacke mit dabei hat, dass man sich auf das alles auch vorbereitet und Gedanken macht zu den Touren, bevor ich wegmarschiere. Nicht nur die Auswahl der Route, sondern auch, was diese einzelnen Routen an Ausrüstung erfordern. Dann bin ich sicher unterwegs am Berg und dann kann ich so einen Berg auch richtig genießen. Herbert Raffald fängt seine Erlebnisse und seine Begegnungen auch mit der Kamera ein, um andere daran teilhaben zu lassen. Und so hat er auch die Wintermonate gut genutzt. Die Corona-Zeit hat natürlich auch mich selbst jetzt ein bisschen betroffen, insofern, dass ich wenig bis kaum Touren geführt habe als Bergführer. Aber untätig bin ich nicht gewesen. Es ist in dieser Zeit ein Buch entstanden. Ich bin gerade beim Signieren für einen Kunden, ein Buch zum Thema Nationalpark Hohe Tauern. 2 Jahre habe ich an diesem Buch gearbeitet. Jetzt ist es fertig und es ist eben in diesen Wintermonaten wunderbar entstanden. Es hat dafür genug Zeit gegeben. Und parallel traditionell meinen Kalender bereits jetzt für 2022. Auch dafür habe ich jetzt Zeit gehabt und es liegt jetzt alles wunderbar aufbereitet vor. Und so kann die Saison für mich auch jetzt starten. Viel braucht man nicht, um die Schönheit und Vielfalt unserer Gegend zu erkunden und zu erwandern. In diesem Sinne, ein in die Bergschach und Ossi mit Enki.